Begrüßt mit mir recht herzlich Rodolfo Esteban Cardoso. Schön, dass du da bist. Hallo, freue mich auch. Darfst du wählen? Darf ich wählen, ja. Gehst du auch wählen? Ja, sicher, ja. Wen wählst du? Wählst du denn? Privat. Ist wirklich so. Privat. Die erste Frage, die für mich sehr, sehr wichtig ist, und zwar, das muss man jetzt vorab klären, Südamerikaner und ja. Fußballer haben ja immer ganz besondere Spitznamen. Ja. Ich habe nämlich mal in einem Interview gelesen, als du das erste Mal nach Deutschland gekommen bist, das war Mitte der 90er, 94? Nein, Anfang 90. Anfang also 90er, wenn ich perfekt bin, 90er Jahre. So, und dann bist du, habe ich nämlich gelesen, warst du irritiert, dass man in Deutschland gesagt hat, ey, Rodolfo, schön, dass du ja, da bist. Ja, ja, genau. Ja. Kennt man nicht? Nein, also in Argentinien, besonders in meiner Stadt oder mit meinen Freunden und Bekannten, mein Spitzname war Pelusa. Das ist so, hat meine Opa gegeben, als ich jung war, weil meine Haare waren so wie, Pelusa bedeutet auf Spanisch so Fussel. Fussel. Ja, genau. Ja. Meine Haare war so, als ich geboren, glaube ich, war so wie Fussel und meine Opa hat das Spitznamen gegeben und so ist es geblieben. Also in Südamerika hat fast jeder einen Spitznamen. Deswegen, ich war gewöhnt, dass mir in Argentinien immer Pelusa, Pelu, Pelusa, Pelusa Cardoso, das ist mein Familienname. Aber als ich hier nach Deutschland kam, in meine erste Station Homburg, haben wir angefangen zu sagen Rodolfo. Und das war für mich, oh, mein Name Rodolfo mag ich nicht so gerne. Und das erste Mal in meinem Leben, dass ich Rodolfo, jeden Tag Rodolfo gehört habe. Und ich habe auch ein paar Jungs, ein paar Kollegen auch gesagt, dass ich einen Spitzname habe. Und so haben wir angefangen, mir alle Pelu zu sagen. Oder Pelusa. Welchen Spitznamen hätte ich eigentlich, wenn du mir jetzt einen südamerikanischen Spitznamen verpassen würdest? Was würdest du sagen? Du darfst alles sagen. Hier darfst du alles sagen. El Flaco, ja, der Dünne. Der Dünne. Der oder lange, Jungs, ne? Die lange. Ich habe noch nie ohne Klamotten gesehen. Flaco. ja, ja. Also. Wie nennst du mich jetzt? El Flaco? Flaco, El Flaco. El Flaco. El Flaco, sí. El Flaco. Nacho sagt El Flaco. Wenn Nacho sagt El Flaco, dann bleibt es El Flaco. Alles klar. Der Dünne. El Flaco, ja. Ab jetzt nenne ich mich. Oder der Lange, der Lange. Der Lange. Der Lange. Ah, das kommt. Der Lange. Gut hin. Ja, okay. Der Lange. Okay, also heute das persönliche Gespräch von El Flaco zu Pelu. Es ist etwas länger her, ich meine 2004, ja. Hast du dich vom offiziellen Fußball genau. Quasi ja, verabschiedet. Du bist ja immer noch dem HSV sehr treu, ja. Sehr verbunden. Merkt man nach 16 Jahren noch diesen Reiz, wo man sagt, weißt du was, am liebsten würde ich da auf den Rasen laufen und immer noch mal den Jungs zeigen, wie man hier tolle Flanken gibt, Pässe gibt? Doch, doch. Also wenn man ein Spiel gucken, ja. Wenn ich in ein Stadion gehen, ja. Also wenn ich bei HSV-Stadion bin, ist normal. Ich habe da dort gespielt, ne? Und man sieht auch die ganze Stadion, wenn man reinlaufen, man kann sich an viele Sachen erinnern. Und aber ganz ehrlich gesagt, jetzt, wenn ich draußen bin mit den Jungs, wenn ich dabei bin, tut mir die ganze Knochen weh. Und dann habe ich gesagt, manchmal, oh nein, nein, also. Ja, aber es ist ein komisches Gefühl, aber diese Reisen ist immer noch da. Ne? Also wenn man, klar, und wenn man vielleicht ein Spiel gucken mit damaligen Kollegen oder unterhalten wir, das ist, also ich habe meine ganze Leben Fußball gespielt, nur, also als ich kleiner Junge war und deswegen, das vermisse ich manchmal schon auch. Ja, ja. Das Wichtigste, was jeder Hamburger oder jedem Hamburger auf der Seele brennt, ist, wann schaffen wir den Aufstieg? Ja, die Hoffnung ist immer da. Ja? Also ich hatte mich gewünscht, dass wir direkt nach dem Absteigen, also dass direkt nochmal wieder hochgehen. Jetzt ist langsam schon drittes Jahr, glaube ich, und ich hoffe nicht, aber man gewöhnt sich in diese Liga und das muss nicht passieren. Also ich habe diese Jahre wieder Hoffnung. Bis jetzt läuft einigermaßen okay. Die Mannschaft ist, ich glaube, noch nicht so guten Zug, weil kommen immer noch welche vielleicht neu verpflichten. Bis jetzt ist immer noch ein oder andere dazugekommen. Und ich hoffe, dass nach der Winterpause wirklich die Mannschaft zusammen schon gewöhnt werden. Und
ich hoffe, dass die Rückrunden, besonders die letzten, ich glaube, 6, 7 Spiele, wo man einfach den Druck ist da und da müssen wir einfach als Team besser als vor letztes Jahr machen. Weil am Ende, bis jetzt ist immer so, die Rückrunde ist für uns ein Thema gewesen. Und ich hoffe, dass jedem Mann das vorbei ist. Und, du warst sehr oft immer wieder als Unterstützung an der Seite vom HSV. Warst Co-Trainer, war Interimstrainer. Ja. Du hast ja diese Phasen ja auch mitgemacht, wo der HSV noch erst auf Fußball-Bundesliga gespielt hat. Und jetzt will ich eine Sache endlich mal von einem Profi erfahren. Mhm. Warum hat HSV immer dieses Dilemma, Hinrunde hui, Rückrunde Ja, das warum ist ein bisschen, ist das die Kondition? Ist das Kopfsache? Woran liegt denn das? Ja, Kopfsache und ein bisschen spielen diese, am Ende ist es so, ein bisschen die Charakter und den Team, also die Team und die Mannschaft auch, wie groß ist die Kader, weil am Ende hast du immer welche, die Verletzungen sind oder welche, die vielleicht die Leistung am Ende nicht so gut ist und da musst du als Mannschaft nochmal wieder vielleicht frische Luft von draußen kommen und dann, dass die Mannschaft noch mal wieder ein bisschen pushen kann. Ne? Mhm. Das ist ein Punkt. Und was ich selber erlebe, ist immer der Charakter von der Mannschaft auch. Deswegen habe ich gesagt, die letzten 6, 7 Spiele spielen eine ganz wichtige Rolle, wenn du oben dabei bist. Ne? Also wir haben auch davor vielleicht in andere Situation gewesen, mal um einen Champions League Platz gekämpft und einen Europa League Platz auch gekämpft. Und für uns am Ende ist es so, wie gesagt, das war wichtig, dass wir einfach den Kopf frei, also frei wäre nicht sein, weil Druck ist überall, aber das ist, wenn du keinen Druck hast, das gehört in diese Geschäft dazu. Also ich fand den Druck auch schön, weil die lässt dich nicht nah, also du bist immer mit 100% dabei, da lässt dich nicht locker. Und den Druck von draußen oder auch mein Kollege da, wenn du auf der Bank irgendwo eine oder andere hat, dass die unbedingt einen Platz haben will, das ist für dich auch eine extra Motivation. Das wäre die Kader am Ende ist wichtig und wie gesagt, also die Nerven. Also die Nerven ist auch ein Thema. Ne? Finale Frage, bevor wir jetzt zu unserem nächsten Beitrag kommen. Wichtig, bitte mit einem Satz beantworten. Haben wir als Hamburger Sportverein die Nerven und die psychische, mentale Stärke aufzusteigen, ja oder nein? Dieses Jahr? Ich glaube, dieses Jahr schon. Also, denke ich schon. Ja, ich merke mir das. Das haben wir jetzt aufgezeichnet. Ne? wir werden das auf jeden Fall archivieren und abspeichern, mein Lieber. Argentinien bedeutet auf der anderen Seite nicht nur Leidenschaft fürs Essen, für gute Steaks und, oder für den Tango, sondern da spaltet sich die Nation. Ich weiß nicht, ob sie es tut, aber hier in Deutschland auf jeden Fall. Wer ist besser? Messi oder Maradona? Ich habe schon mal diese Frage gehört und haben mir auch viele gemacht. Auch. Also ich will nicht in diese Diskussion reingehen. Weil das ist, wieso ist das so? Das ist gemein, weil ich komme aus Argentinien. Ich bin von beiden Fans. Also ja. Ich hatte Diego als kleiner Junge erlebt. Das klar war für mich ein Vorbild. Und ich habe jetzt als Erwachsener auch noch Messi erlebt. Und das ist, also man identifiziert mit diesen Leuten. Ne? Und wir gleich aus Argentinien, hier in Deutschland, also man will was noch mehr. Das ist Messi einfach so großartiger, so außergewöhnliches ist. Und Diego ist es auch eine Geschichte gewesen im Fußball. Und Messi kommt auf diesen Weg auch. Vielleicht, keine Ahnung, jetzt mit dem Copa America Triumph in Brasilien, Maracanã-Stadion gegen Brasilien, unser Herzrival, sagen wir so. Hat sich in Argentinien, glaube ich, das Herz von allen Menschen errungen. Das hatte er für ihn das gefällt, ne? Eine Triumph mit der Nationalmannschaft. Und da hat er das, ja, da hat er jetzt gerade gepasst. Weil normalerweise in Argentinien ist Diego. Ist Gott. Ja, ist Gott. Ist so, ne? Ist Gott. Und Messi ist auch einer der. Aber das ist in verschiedenen Generationen. Ne? Die neue Generation haben die Messi erlebt, live. Und ich bin glücklich, dass beides erleben hat. Hast du mal Maradona getroffen? Ja, habe ich zweimal getroffen in meinem Leben. Einmal habe ich in Argentinien getroffen, als ich bei Boca Juniors gespielt. Da bin ich vom HSV ausgeliehen. Mhm. Und Diego hat da ganz gut gesprochen über mich, weil Diego war davor, die Jahre davor war er bei Boca Juniors die Nummer 10.
Und als ich da hingegangen bin, haben wir meinen Kollegen hier, haben mir die Trikot gegeben. Er ist schwer, weil Diego vorher. Ja, genau. Und da habe ich gesagt, okay, ich versuche mal einfach das Beste zu holen. Aber die haben meinen Kollegen damals gelacht, weil er gesagt hat, ey, dieses Trikot ist richtig schwer. Und dann habe ich Diego mal abends gesehen, in einem Restaurant, Bar. Er kam einfach rein mit drei Leuten und da war ein Chaos. Und ich wusste nicht, was da los ist. Ich habe gedacht, jedem wird Schlägerei oder keine Ahnung. Und der Besitzer sagt mir, nee, der Ticker ist gerade rein. Ich habe gesagt, welcher Ticker? Diego ist rein. Und ich habe gesagt, oh, bitte bring mich dahin, ich will kennenlernen, ich will persönlich kennenlernen. Und dann bin ich dahin gegangen mit ihm und hat mich gesehen und gesagt, hallo Rodolfo, und dann mich in den Arm. Ich habe in den Arm genommen, aber nicht mehr losgelassen. Ne? Das war für mich eine ganz große Emotion. Und das zweite Mal habe ich hier in Deutschland gesehen, bei der WM. Unser erstes Spiel war Argentinien gegen Elfenbeinküste. Das war doch sogar hier. Ja, ja, genau. Oder? Ja, in Hamburg. Ja, ne? Hier da war er Trainer, oder? Nein, 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 Diego war kein Trainer. Nee. Beckermann war Trainer. Er war als Zuschauer hier. Ach so, okay. Ja, ja. Und da habe ich oben in der VIP-Bereich auch gesehen. Und er hat mich auch erkannt, weil ich glaube, vor dem Spiel habe ich ein Interview gegeben und war im Fernsehen drin, im Stadion. Und hat er mir gesagt, ja, ich habe jetzt gerade gesehen, du sprichst gut Deutsch, ich verstehe nicht, aber. Und da haben wir auch ein Foto gemacht mit meiner Frau damals in der Halbzeit. Und ich hatte nur diese zweimal gesehen, aber für mich war. Wird es noch einen zweiten Maradona geben? Wie bitte? Gibt es einen zweiten Maradona? Wird es einen geben in deinen Augen? Ich weiß, es ist schwer, die Spieler zu vergleichen. Also Messi macht im Moment wirklich. Also ich glaube, das sind Zeiten, wo man. Diego ist einfach so geblieben, weil er ist als, nicht nur als Spieler, sondern so als Mensch anderes. Ne? Also Messi ist ein bisschen zurückhaltend, er kümmert sich nur um Fußball. Diego ist gegen alle, gegen Politiker, gegen FIFA. Er ist immer voll drauf gegangen, es ist egal. Er war revolutionär, er genau, hat gegen alle geschossen. Ja. Er ist El Che Guevara, sagen wir so. Ne? Ja. Gewesen. Und deswegen in Argentinien kommt besser an. Messi ist von anderer Familie an. Der ist sehr jung nach Barcelona gegangen mit seiner Familie, aber er lebt auch Argentinien. Der ist, also man sieht auch, wie der so, manchen Mann ist ein bisschen zurückhaltend. Aber zu vergleichen, ich glaube, gibt es das nicht. Gibt's nicht. Siehst du es als Fehler, dass ein Lionel Messi nach so vielen Jahren von Barcelona zu einer anderen Mannschaft geht? Ich wollte auch als Fußballer wirklich, dass Messi da bei Barcelona aufhört, ne? Weil die hätte auch eine geile Geschichte gewesen, ne? Von ganz jung. Es gibt heute am Tag nicht so viele Spieler, die so lange in einem Verein sind. Gibt's nicht. Die wechseln sie ständig. Ne? Aber okay. Also das gibt wahrscheinlich Hintergrund, gewisse Punkte oder Gründe oder Probleme gab wahrscheinlich bei Barcelona und dass ich nicht mehr weitergeht. Also ich habe mich wirklich gewünscht, dass Messi bei Barcelona aufhört. Ne? Okay, ist leider nicht passiert. Jetzt ist er bei einem Scheichclub gelandet. So ist das nun mal bei König Fußball. Ja, man muss auch mal das sagen können. Wichtig, du bist immer noch der Stadt sehr verbunden, bist hier nicht nur zu Hause, sondern ja, bist ja fleißig noch beim HSV dabei. Ja. Und hast ja auch schon, warst ja Co-Trainer, warst Interimstrainer. Du hast immer quasi das Feuer geholt, ja, das Löschflugzeug. Wenn was ist, dann hat man immer dich gerufen. Ja. Und jetzt bist du wieder bei der U16. Ja, ich war als Individualtrainer die ganze Zeit. Und die letzten 3-4 Wochen haben wir ein bisschen die Rolle mit Mehdi Matavicki auch getauscht, weil Mehdi war U16 Co-Trainer. Aber er ist nach Iran, ich glaube, er hat die U21 übernommen. Das ist eine Mannschaft, die in 2-3 Jahren sollte er Olympia spielen. Und deswegen haben wir ein bisschen die Rolle getauscht. Also ich bin jetzt bei der U16 als Co-Trainer. Ja. Lass uns mal über die alten, tollen HSV-Zeiten sprechen. Ja? Mhm. Da, wo ihr noch Europacup gespielt habt. Du hast, oder? Champions League. Ja, beides. Ja, beides. Das waren noch Zeiten. Der beides. HSV hat Champions League gespielt. Liebe Jugendlichen da draußen, das ist das, wo Bayern gerade noch dabei ist. Da war mal der HSV auch dabei. Ja. Wie war denn diese Zeit? Wie war denn das Fußballerleben? Hat man gefeiert, so, wenn man jede Runde weitergekommen ist? Immer Party gemacht und so? Immer. Ich meine, ihr könnt ja, ich habe von Ayrton gehört, Südamerikaner können sehr gut feiern. Ja, also nicht immer, aber wenn das gepasst, haben wir da gefeiert. Das war. Wer war denn in deiner Generation beim HSV so
Louis van Gaal hat mal, glaube ich, ich bin Firebeast. Wer hat denn bei euch immer so die, die Hütte sausen, krachen lassen? Ja, gab mehrere Spieler, ne? Ja, wer denn? Jetzt ist eh egal. Ist ja diese Zeit haben wir, ja, Hollerbach hat allein gewonnen, die Stadt, er war schon eine, die auch mal was organisiert. Serge Barbare war auch gerne mal unterwegs, war wir zusammen, ich war auch eine, Raphael Vicky war auch allein. Kam Nico Hockmann auch als Kapitän auch mal dazu. Ach, stimmt, ja. Roy Präger, also sind wir viele da, viele da. Und dann kam, nachher kam Erik Meyer auch noch dazu, also die Tscheche Ufalushi, Fukal, Maren Heinz, die waren schon... Das waren echt coole Spieler, muss man. Das waren auch vor allem viele Charaktertypen, weißt du? Ja, ja, das waren viele, die da einfach, die haben ein paar junge Spieler auch in der Mannschaft. Und das war so, wenn die jungen Spieler einfach ein bisschen frech wurden, da waren... Nicht die Kapitän allein, die waren schon mehrere Leute, die immer ein bisschen im Training was gegeben haben, dass die jungen Spieler ein bisschen runterkamen. Also nicht böse gemeint, aber das war die Regel früher. Ne? Wer war der Big Boss zu deiner Zeit? Wer war der King auf dem Platz und abseits vom Platz? Nee, das war die Mannschaft, die respektvoller war. Nico Hockmann war unser Kapitän, kommt aus Holland. Hollerbach sowieso, weil seine Spielweise war schon hart. Stig Toftin war auch ein dänischer Spieler und Panadic war sehr, sehr auch, voll Charakter. Niko Kovac war noch junger Spieler, glaube ich, in dieser Zeit. Jeboa, Toni Jeboa war, Anton Jeboa war so eine Person, ich glaube, in dieser Mannschaft war er der Spieler, der mehr Erfahrung hatte, glaube ich. Als Ailton den Pokal gewonnen hat in Bremen, hat er in der Kabine nackt getanzt. Da gab es dieses berühmte Video, wo er... Leute, ihr habt ja einiges verpasst, ne? Ja, hat bei euch jemand nackt auf den Tisch getanzt, wenn die Post abgegangen ist? Nein, nackt tanzen. Ja, okay, in der Kabine bist du nackt, ne? Klar. Aber bei Ailton so, hat Party, jemand gefehlt. Auf der Party ist keiner durchgedreht. Doch, das sind ja klar. Zum Beispiel? Immer so. Ich glaube, dieses Jahr, wo wir Champions League geschafft haben, das war wirklich eine riesen Euphorie, ne, ja, klar, in der Mannschaft. Auch in der Stadt war, ich glaube, nach langer Zeit ist wieder HSV in die Champions League gespielt. Und dann gleich, da war dieses berühmte Spiel 4-4 gegen Juventus Turin. Oh, das war das erste Spiel in der Champions League von uns. Gleich hier in unserem Stadion. Und haben wir 4-4 gespielt gegen die, also Juventus kam mit die ganze Spieler wie Zidane, Edgar David, Pippo Inzaghi, also da haben Juventus drin in diesem Jahr eine riesen Mannschaft gehabt und dann haben wir hier zu Hause 4-4 gespielt. Das und war danach schon, habt ihr aber nackt getanzt, oder nicht? Ich glaube, ein oder andere sind schon mal in die Dusche. Nein, gibt keine Bilder. Klar, ja, schade. Ich dachte, vielleicht kitzel ich noch nee, was. Nein, Bilder gibt es nicht. Bilder gibt's nicht. Schade. Also, ich hätte gerne schon mal welche gesehen, die nackt auf dem Tisch tanzen. Du hast unter zwei großen Trainern trainiert. Ja, wir haben einmal den Felix Magath und dann Frank Pagelsdorf. Ah. Hand aufs Herz, wer war der härtere Trainer? Ja, Felix, klar. Er war Felix Magath, der harte Trainer, ja. Also, weil immer alle nennen ihn auch Quelix. Ja, warum das stimmt, hat er das stimmt gequält? Was. Ja, das stimmt. Ja, wenn die Mannschaft am Wochenende nicht so gespielt wäre, wie er so vorgestellt, haben wir auch Straftraining gehabt. Ganz einfach. Wenn wir nicht am Wochenende gelaufen haben oder wenig gelaufen, dann haben wir in die Woche viel mehr gelaufen. Das ist ganz klar. Muss man nachholen. Ja, genau. Pagels war ein bisschen mehr Entspannung. Trotzdem war er auch einer, die mal, wenn die Mannschaft auch nicht gut gespielt hat, war er in die Woche auch sauer. Aber Felix war die Härte, ja klar. Ich würde ja gerne wissen, wie ist denn so ein Trainer sauer? Ja, immer, wir sehen das nicht, wir lesen es nicht in der Presse. Es heißt dann immer, ja, Felix Magath hat eine Standpauke gehalten. Redet er laut, redet er trotzdem leise, aber hart? Oder ja, redet er gar nicht? Ich glaube, dass jeder Trainer reagiert anders. Ne? Einer vielleicht auf dem Platz, es gibt Trainer, die richtig pöbeln auf dem Platz. Es gibt Trainer, die vielleicht in die Kabine direkt nach dem Spiel sauer ist und tritt gegen, keine Ahnung, egal was da davor steht. Und es gibt die anderen Trainer, die vielleicht versuchen mal ein bisschen
zu schlucken, nicht zu sagen, und dann die erste Training in die Woche geht los. Ja. Hast du schon mal was weggetreten? Schon, ja. Was war das Letzte, was du weggetreten hast? Ja, das ist immer am Anfang, wenn du in die Kabine rein, da liegt die Kiste da mit den Klamotten, und die einzige, die erste, was du drehst, ist eine Kiste zum Beispiel. Ein Kissen mit Klamotten oder leere Kissen. Habe ich schon mal gemacht, ja. Ja. Und wer räumt auf? Ja, zum Glück war leer. Ja, weißt du, wie das in der Türkei funktioniert? In der Türkei ist es so, wenn, also es gibt so Trainertypen, so Fatih Terim oder so, da ist es so, wenn der sauer ist, geht er in die Kabine. Ah, okay. Das ist türkische Lösung. Ja, so, wollte ich nochmal gesagt haben, es lebe die alte osmanische Kultur. So läuft es in der Türkei, meine lieben Freunde. Ja, das ist die alte Trainergeneration. Ist wirklich so, ich erzähle keinen Scheiß. The reason why our band living in Hamburg is called